Hallo, ich bin's, euer Frederik. Als Liebesexperte werde ich oft genug gefragt, was unternehme ich, um eine Partnerzusammenführung oder Rückführung hinzubekommen? Und das würde ich heute gerne mit euch teilen wollen, weil man muss sagen, dass die Welt ja aus Schwingungen und aus magnetischen Kraftfeldern besteht, sowie aus der Erdanziehungskraft, aber der wichtigste Punkt der Energie, der wichtigste Punkt der Kraft, das ist das Liebeskraftfeld, was jeder von uns hat und das Liebeskraftfeld selber der Mittelpunkt allen Lebens ist. Und jetzt ist es so, dass im Laufe der Zeit dieses Liebeskraftfeld sich durch innere und äußere Einflüsse auflöst, abbröckelt. Und bei einer kompletten Auflösung des eigenen Liebeskraftfeldes entstehen ganz, ganz starke Blockaden, die zum Stillstand des Organismus führen und das Zusammenleben mit anderen Menschen eigentlich gar nicht mehr möglich machen. Ja, dazu gehören Unwohlsein, Traurigkeit, Ängste, sich verlassen fühlen, sich einsam fühlen. Das sind wesentliche Faktoren bei der kompletten Auflösung oder des eigenen Liebeskraftfeldes. Und wie wirkt sich das jetzt auf eine Partnerschaft aus? Oft genug nutzen Menschen in einer Partnerschaft, in einer Beziehung, sich gegenseitig das eigene Liebeskraftfeld ab. Und irgendwann kommt der Punkt, dass man nur noch ganz wenig von seinem eigenen Liebeskraftfeld hat. Und das ist so der Punkt, wo man die Reißleine zieht. Wo man sagt, bevor mein eigenes Liebeskraftfeld sich jetzt komplett auflöst, gehe ich lieber weg, gehe ich aus dieser Beziehung raus. Weil sonst habe ich ja genau diese Faktoren. Jetzt versucht natürlich der Partner, die Ex-Partnerin, die zurückgelassen worden ist oder der zurückgelassen worden ist, versucht natürlich, sein Herz des Menschen wiederzubekommen. Das liegt einmal daran natürlich an der Liebe, andersrum, weil er noch das stärkere, größere Liebeskraftfeld hat, was aber auch wohlgemerkt schon ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Und da ist dann oft genug der Ex-Partner, die Ex-Partnerin nicht bereit, die halt das kleinere Liebeskraftfeld hat, einen Schritt drauf zuzugehen. Aber man kann diese Problematiken lösen. Und die würde ich dir gerne oder euch gerne jetzt aufzeigen wollen. Als erstes ist es die Ursachenbekämpfung. Da muss man sich selbst die Frage stellen, warum hat man in dieser Zeit des Zusammenseins das Liebeskraftfeld nach und nach zerstört? Wo lag eigentlich der tiefere Sinn der Beziehung? Wie kann ich mit meinem eigenen Partner, den ich dann wieder zurückhaben möchte, mehr Lebensqualität aufbauen, um eine Reduzierung des Liebeskraftfelds zu verhindern? All diese Faktoren sind wesentliche Faktoren dessen. Wie stelle ich mir persönlich die Aussöhnung mit meinem eigenen Liebeskraftfeld und mit dem Liebeskraftfeld meines Partners vor? Und vor allem auch, was kann mein zukünftiges Handeln und Denken und Fühlen mit dem Liebeskraftfeld meines Partners zu tun haben? Um dann einen hundertprozentigen Neuaufbau des Liebeskraftfelds des eigenen und des Partners hinzubekommen, wodurch dann auch der Partner, weil er selber Gefühle zu der Person hat, wieder zurückkehrt, bereit ist für eine Partnerzusammenführung, Rückführung, ist es so, dass man selber 3 bis 5 Gespräche führen muss und dann natürlich auch das eigene Liebeskraftfeld und das des Partners aufbauen muss in einem sehr starken, mächtigen, spirituellen Raum, wodurch dann auch das Liebeskraftfeld energetisch komplett aufgebaut wird, mit einem Schutzmantel versehen wird, wodurch das gemeinsame Liebeskraftfeld nicht schon wieder direkt abgenutzt wird. Hierzu stehe ich dir gerne für Fragen zur Verfügung und hoffe, dass ich dir mit diesem Beitrag etwas die Welt der Liebe näher bringen konnte. Euer Frederik.